erste Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist, warum habt ihr oder hast du eigentlich damals die Ausbildung an der ISCO gemacht? Was war so Auslöser für dich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe damals seit 20 Jahren im Familienunternehmen gearbeitet und habe da eine Rolle gehabt, wo ich mich sehr viel um Personal und um die Anliegen der Mitarbeiter gekümmert habe und habe zudem immer mehr gemerkt, wie wichtig doch die Fragen im Coaching waren und eine professionelle Betreuung der Mitarbeiter eigentlich. Und ich glaube, ich habe das intuitiv ganz gut gemacht, aber mir hat einfach die professionelle Grundlage dafür gefehlt. Außerdem war es so eine Zeit, wo ich auch Lust hatte, was Neues zu machen und wieder was zu lernen und mich fortzubilden. Und da bin ich auf die Idee gekommen, das zu machen und meine intuitiven Fähigkeiten auf professionellere Beine zu stellen. Und welche Kriterien waren für dich damals entscheidend? Ich meine, das ist jetzt schon, sind ja einige Jahre her. Ich habe mal nachgeschaut, 2011 ja, hast du die Ausbildung gemacht. Genau. Was war für dich damals wichtig bei der Auswahl? Ja, das war natürlich ein ganz unübersichtlicher, großer Markt, wie du ja sehr wohl weißt. Und wir haben erstmal angefangen, ich habe mit einer Freundin gemeinsam ja so ein bisschen recherchiert. Also wir haben wirklich eine kleine Marktrecherche gemacht. Und wichtig war uns erstmal irgendeine Art von Zertifizierung. Also wir sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass der DBVC ein wichtiger Verband ist und haben einfach gedacht, okay, wir gucken mal alle an, die beim DBVC akkreditiert sind. Damals gab es auch noch nicht so viele von der IHK und sowas. Also DBVC war schon so das, was wir, wonach wir uns gerichtet haben. Und dann war mir sehr, sehr wichtig, dass es nicht zu wissenschaftlich ist, weil ich immer das Gefühl hatte, Coaching wird zwar heute an Universitäten gelehrt und so weiter, aber es ist trotzdem was, was sehr starken Praxisbezug haben muss. Mir war also der Praxisbezug wichtig, dass man in der Ausbildung schon wirklich auch daran geführt wird, an das tatsächliche Coaching, also einen Coaching-Fall hat. Dann war uns noch wichtig, oder auch mir im Besonderen, dass es einen guten Überblick gibt über die verschiedenen Methodik im Coaching und Tools im Coaching. Und da haben wir schnell gemerkt, es gibt Anbieter, die sind irgendwie so ein bisschen auf der religiösen Schiene, leicht esoterisch. Dann gibt es welche, die sind komplett NLP. Dann gibt es diese ganz wissenschaftliche Gruppe. Und bei dir hatte ich das Gefühl, das ist ein sehr, sehr guter Überblick über alles, was es so an Methodik gibt. Klar, dass man danach weiter vertiefen muss, aber man hat dann erstmal so einen breiten Blumenstrauß an, was gibt es alles an Tools, an Methoden, an Hintergrund, an psychologischem Backgroundwissen, alles, was man eigentlich braucht, um auch als Coach zu starten, fand ich. Genauso Sachen auch wie Auftragsklärung und Rechnungsstellung und was für einen Preis nimmt man für sein Coaching. Also es war sehr praxisbezogen und gut für jemanden, der tatsächlich einfach damit arbeiten will. Das hat mir gut gefallen und das Nächste war natürlich noch die Person. Also bin ja zum Interview nach Berlin gefahren damals und die Chemie muss stimmen. Also es muss einem das ganze Umfeld schon gefallen. Dann warst du natürlich für mich ganz entscheidend. Du hast schon publiziert. Man hat gesehen, du hast 20 Jahre Erfahrung in dem Geschäft. Da war jemand, der glaubwürdig weiß, wovon er spricht, der unternehmerische Erfahrung hat, also viel in interessanten Unternehmen unterwegs warst. Das fand ich alles sehr, sehr wichtig, um damit zu starten. Ja, Katharina, nun ist das ja schon eine ganze Weile her. Was würdest du denn jetzt sagen? Wie hat die Ausbildung damals dein Leben verändert? Was hat sich getan? Das hat das Leben auch wieder in den Kopf gestellt nach kürzester Zeit. Also wie gesagt, ich bin ja gestartet in dieser Position. Ich arbeite in unserem Familienunternehmen und möchte mich mal ein bisschen fortbilden und was dazulernen und vielleicht meine Aufgaben, die ich da habe, besser machen. Und nach ungefähr 2 Modulen habe ich schon gedacht, ach, damit könnte man ja auch ganz was Neues machen und sich selbstständig machen. Also ich habe richtig Blut geleckt und hatte wahnsinnige Lust, das wirklich richtig voll beruflich zu machen und auch nochmal mein eigenes Unternehmen zu gründen. War jetzt auch eine Zeit bei mir, wo ich Mitte 40, wo ich das Gefühl hatte, es ist nochmal Zeit für einen Neustart. Und dann wurde ich von euch auch sehr gut gleich dahin gecoacht, wie das gehen kann mit seinem eigenen Business. Also ich habe mich wirklich in dem dritten Modul eigentlich entschieden, mich selbstständig zu machen, schon während der Ausbildung parallel eigentlich an meiner Website und meinem Auftritt und so weiter gearbeitet und wirklich kaum hatte ich das Zertifikat in der Hand angefangen. Und jetzt bin ich 8 Jahre im Geschäft, bin eigentlich da, wo du damals auch schon warst, arbeite viel zu viel und es macht mir aber wahnsinnig viel Freude und
hat mein Leben komplett verändert. Es ist einfach nochmal ein ganz eigenes Geschäft und ich habe oft das Gefühl, alle Erfahrungen, die ich bislang gemacht habe in meinem Leben, berufliche und private, spielen perfekt rein in diesen Beruf heute und es ist genau zur richtigen Zeit gewesen und ganz wunderbar. Bin dir bis heute dankbar. Oh, das ist schön. Danke. Sag mal, wenn du den neuen Kandidaten, die sich jetzt bei uns bewerben, was mit auf den Weg geben könntest, so Kriterien, was ist wichtig für die Auswahl, was würdest du im Nachhinein sagen, woran sollten sie sich orientieren und was wäre noch wichtig aus deiner Erfahrung her? Also ich glaube, für jeden, der sich selbstständig machen will, wirklich ist es ganz wichtig, dass er sofort praktische Erfahrung hat. Also das Coaching, also sowohl dieses Peergruppentreffen und sich gegenseitig coachen, als auch einen wirklichen Coachee schon zu haben, obwohl das sehr beängstigend war, war aber extrem hilfreich, weil man da einfach sich traut, dann auch danach gleich loszulegen. Also für jemanden, der sich selbstständig machen will, würde ich auf jeden Fall diese Ausbildung total empfehlen, weil man alles praktische Werkzeug an die Hand kriegt und gleichzeitig auch schon praktisch angefangen hat. Also man hat schon losgelegt während der Ausbildung. Ansonsten finde ich schon, muss es auch nach wie vor so von dem, ja, der Ansatz muss einem gefallen. Ja? Also die Art des Coachings, der Ansatz muss einem gefallen. Und das kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn man eure Module sich durchliest und einfach durchliest, was kommt darin vor und wie ist das aufgebaut und ist das Curriculum so, wie ich das eigentlich haben will. Da sieht man schon eine ganze Menge, finde ich. Und da würde ich darauf achten, dass man eben ein großes Auswahl an Tools und an Möglichkeiten hat, weil man am Anfang einfach noch nicht genau weiß, wo liegt nachher mein Spezialgebiet und in welche Richtung will ich mich entwickeln. Mir haben viele am Anfang gesagt, ich soll mich spezialisieren auf irgendeinen Bereich, weil es gibt so viele Coaches und wir brauchen Spezialisten. Ich habe das nicht getan, entgegen dem Rat von vielen, sondern ich bin so breit geblieben, habe mich viel fortgebildet in den ganzen Bereichen, aber bin bezogen auf den Mittelstand, auf Familienunternehmen breit geblieben, weil ich da auch die Rundumberatung und Coaching im Prinzip machen wollte. Und das hat sich für mich auch als der richtige Weg erwiesen. Und darauf kommt es eben an. Mit dieser Ausbildung hat man die Möglichkeit, so breit zu bleiben. Und man ist nicht von vornherein festgelegt auf eine bestimmte Methodik, ein bestimmtes Tool, ein bestimmtes Thema. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also darauf würde ich auch allen raten zu achten, weil sie noch gar nicht wissen können, was vielleicht passiert auf dem Weg. Vielen Dank, liebe Katharina. Sag mal so zum Abschluss, könntest du denn, du bist ja sehr erfolgreich auf dem Markt, vielleicht den Kandidaten noch einen kleinen Tipp geben, was ist so ein erster wichtiger Schritt, wenn man dann nach der Ausbildung in die Praxis steigt, worauf hast du gebaut, warum bist du so erfolgreich und stehst da, wo du jetzt stehst? Was ist wichtig? Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, seine eigenen Erfahrungen Revue passieren zu lassen. Also zu sagen, wo stehe ich denn selber heute und was ist eigentlich meine Expertise? Ja, wir wissen ja, im Coaching brauche ich eigentlich kein Expertenwissen, ja, aber irgendwie doch. Ja, also ich muss schon irgendeinen Background haben. Ich kann keine Führungskräfte coachen, wenn ich noch nie im Unternehmen war. Ja, also ich muss mir überlegen, was habe ich selber eigentlich bisher gelernt? Was kann ich schon und was ist vielleicht auch meine zukünftige Zielgruppe dann dadurch? Ja, und wie will ich, du hast damals mal gesagt, was traut man sich auch selber zu? Das fand ich auch sehr gut. Ja, also traue ich mir zu, den Vorstand von einem Großkonzern zu coachen irgendwann mal? Ja, oder möchte ich das vielleicht gar nicht? Möchte ich lieber jungen Leuten helfen, ihren Weg ins Berufsleben zu finden? Wofür schlägt mein Herz? Was traue ich mir zu? Welches Thema interessiert mich? Und wo habe ich denn auch Potenzial, wirklich Kunden zu kriegen? Das ist auch ganz klar. Ne? Also als ich dann mit dieser Spezialisierung, mir war klar, ich möchte gar keine Großunternehmen. Das interessiert mich gar nicht so. Ich möchte am liebsten familiengeführten Mittelstand. Das ist das, was mich interessiert. Das kann ich, da habe ich Expertise, das weiß ich, da kenne ich mich aus. Da weiß ich, wie die Strukturen sind, da fühle ich mich wohl. Und das, sich dann darauf zu konzentrieren, und dafür war mir klar, ich brauche Breite und nicht Fokussierung. Wenn ich mich auf Onboarding fokussieren, brauche ich ständig neue Kunden, um das Onboarding wieder zu verkaufen. Ja? Und das war für mich auch der richtige Weg. Also ich glaube, so eine wirklich gute Bestandsaufnahme, wo bin ich, was kann ich bisher, wo liegt meine Expertise und wofür schlägt auch mein Herz? Und was habe ich für ein Netzwerk natürlich? Ne? Also auf was für ein Netzwerk kann ich vielleicht auch jetzt schon zurückgreifen? Und sagen, ja, da könnte ich mir vorstellen, daher kriege ich Kunden. Weil so einfach ist es natürlich nicht, aber ich denke, so funktioniert es. Toll, vielen, vielen Dank für deinen kurzen Einblick, für deine Bereitschaft und für deine Offenheit.